So, jetzt ist es 2 Uhr und durch. Darf ich Sie alle recht herzlich begrüßen, heute zum Tag des offenen Denkmals hier in der Gustauer Kirche. Ich habe ja schon mehrmals die Kapelle erklärt am Tag des offenen Denkmals, aber in diesem Jahr, auch zur 800-Jahr-Feier Gustavs, haben wir dann das Besondere überlegt. Es gibt diese besonders wertvollen Gewänder, die vom Professor Alois Müller angeschafft worden sind. Wir sind sehr dankbar, dass die Firma Badebüsten, Frau Quad, uns die Büsten zur Verfügung gestellt hat. Und der Günther Timmermann hat dann auch eine Konstruktion gemacht, dass wir diesen Segensmantel, den roten, in seiner ganzen Größe ausstellen konnten. Ich jetzt auf die Gewänder eingehe. Ich setze mich, ich denke, man kann mich trotzdem hören. Möchte ich erst noch etwas zur Kapelle sagen, weil der Bau ja zum Tag des offenen Denkmals auch wichtig ist. Wir feiern dieses Jahr 800-Jahr-Feier, weil Gustav das erste Mal 1217 in einer Urkunde erwähnt worden ist. Aber Gustav ist älter, es sind ja verschiedene römische Funde hier gemacht worden, Sarkophage, Ziegel und so weiter. Denn Gustav lag ja im Bereich des Römerkastells und die Kölnstraße war ja die Durchgangsstraße dann auch zum Kastell nach Köln. Gustav gehörte von jeher nach Grau-Rheindorf. Im Kirchenbuch von Grau-Rheindorf sind immer wieder Gustaver Bürger verzeichnet und 1666 gab es bei einer großen Pestepidemie viele Tote. Ich glaube, 44 waren es aus dem kleinen Gustav, das ja nur so um die 100 Einwohner hatte. Und auch viele Kinder waren unter den Toten. 1693 wurde dann eine erste Kapelle gebaut. Ihr Standort ist aber nicht bekannt. Es war Lehmfachwerk mit einem Strohdach. 100 Jahre später, oder knapp 100 Jahre später, 1782, wird dann eine neue Kapelle gebaut, schon auf diesem Grundstück hier. Auch die neue Kapelle von 1782 wurde in Lehmfachwerk mit flacher Decke gebaut, aber schon mit Laien gedeckt, nicht mehr mit Stroh wie die erste Kapelle. Die Kapelle hier ist am 3. November 1869 geweiht worden. Und zum alten Glöcklein kam dann eine neue Glocke, die dem heiligen Egidius geweiht wurde. Die Ausgaben für den Neubau dieser Kapelle betrugen insgesamt 3.645 Taler, die durch Spenden und Kollekten gedeckt waren. Bei der Restaurierung 1935-36 waren bei statischen Überprüfungen Mängel am Dach festgestellt worden. Und daraufhin entschloss man sich, den Dachreiter abzubauen und der Fassade an der rechten Seite einen kleinen Turm für die Glocken anzufügen. Ja, das ist nicht. Ah, das hier. Nee, da war ein Zimmer drauf. Das war nicht richtig. Ehrlich? Als Westdiener oder was? Ja, ich war Westdiener. Er war doch Westdiener. Da hatten wir uns dabei 1950.